Verehrte Gäste, Schwerin feiert eine Reminiszenz an die Landeshauptstadt vom Tourismus über Schwerin als Berg am Wasser, über den Schweriner Spitzensport bis hin zur Luga, der ersten erfolgreichen Bundesgartenschau in Deutschland. So halten wir Teil 1 des Festenzuges mit vielen Bildern unter dem Motto Schwerin feiert ein. Bildkarten sind hier der Schwerin-Kurier. Bildkarten, das sind die Leute, die als Finanziers dazu beigetragen haben, ihnen folgende Motive zu zeigen. Und das zieht sich heute bis in den Nachmittag durch. Wir werden die Bildkarten immer wieder verlieren. Wir sehen hier vorne die Stadtfahne und ein Laufband mit dem Emblem 850 Jahre Schwerin. Dahinter des Gymnasiums von Stelzenleutner, die hohe Amtsstelle verteilen, damit die Wahl auch noch blau schalten, was passiert in der Probe. Ich bin für die Situation, der Zuschauer, werde dann gleich sehen. Wir sehen das Stadtwappen auf dem Blumenwagen. Dahinter kommt dann die Petermännchen-Tanzgruppe. Und wenn wir sagen, Schwerin feiert, dann kann man sagen, fröhlich beginnt der Festumzug. Wir sehen gleich die Spitzensportler, Herr Kruse, Herr Linke und Frau Wetzlaff, Musikschüler des Konservatoriums Schwerin, führen den Zug an, begleitet von Stelzenläufern, die schon an uns hier vorne jetzt vorübergegangen sind. Natürlich die Petermännchen-Gruppe, die Tanzgruppe, all das gehört zu diesem Festumzug. Und hier vorne herzlich willkommen, darauf freuen wir uns besonders, die Oberbürgermeisterin Frau Angelika Gramko, der Stadtpräsident Stefan Molke und die Fraktionen der Stadtvertretung mit 44 Stadtvertretern. Und natürlich freuen wir uns, dass die Honorationen der Stadt vorangehen und heute diesen großen Festumzug eröffnen. Im Schriftband vorne auch noch Mitglieder des PSV Schwerin, der Sektion Judo. Sie haben das Schriftband geführt und jetzt direkt vor unserer Tribüne nicht zu vergessen, Urlaub machen, wo andere wohnen. Genau das ist das Motto, wie auf unseren Petermännchenwagen. Wir sehen jetzt direkt vor mir die kleinen, feinen Boote, die Optimisten, die Segler, die hier in Schwerin zu Hause sind. Wassersport in Schwerin hatte schon bei der herzöglichen Familie eine hohe Bedeutung. Sportlerinnen und Sportler des Schwerin Yachtclubs und des Schweriner Seevereins führen die Optimisten und präsentieren den aktiven Wassersport in Schwerin. Und wenn wir über Wassersport reden, dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, Drachenboote gehören ebenso dazu. Die Handball, Volleyball, Fußball, Fechten, das alles sind Sportarten, die Schwerin geben. Das nächste Bild ist eine Reminiszenz an die Huga,
und natürlich den Schwerwiener Gartensommer und die Schlossfestspiele. Das Bild erinnert an die großartige Veranstaltung, die Bundesgartenschau im vergangenen Jahr, und macht auch weitere Höhepunkte wie den Schweriner Gartensommer, der seit Pfingsten läuft, sowie die Schlossfestspiele und das Stadtjubiläum aufmerksam. Und vorweg, das muss man nicht erklären, fährt die Schweriner Blumenfrau in Gedenken an die liebenswerte Frau Bertha Klingenberg. Und dem Schweriner Original, die Schweriner wissen das, ist ja nicht nur ein Platz, sondern auch ein Denkmal gewidmet. Wir hören die Verfahrenrunde. Damit beginnt Teil 2 des großen Festumzuges. Und zwar geht es jetzt um die Stadtgeschichte. Eingeleitet wird dieser Teil mit 36 Bildern durch die Musikkreativschule Groß-Larsch. Und ich sage als Stichwort nur Slawien-Slawenburg. Etwa seit dem 7. Jahrhundert war das stillgelegte Burg vom slawischen Stamme oder Kriegsbesiedelt. Eine ihrer Burgen war Slawien, aus dem später Schwerin wurde. Wir sehen hier die brennende Slawenburg, vorweg Wieglot, Wieslaw und andere Adlige sowie slawische Familien. Und wenn wir bei der Stadtgründung im Burgenbau sind, dann muss man an dieser Stelle erwähnen, 1160 erobert Heinrich der Löwe das Land der Obotriten, schlägt ihren Fürsten Niklot und gründet als Zentrum für den weiteren Landesausbau Schwerin an der Stelle des abgebrannten Slawenburgs zu Harin. Auf dem Weg dorthin, ja, muss man sagen, hat Niklot seine vier Burgen in der Region selbst angesteckt, damit sie den Eroberern nicht in die Hände ziehen. Auf dem Wagen sitzen über den Steinmetze, Ritter und Knappen. Und einige werden sich natürlich noch Schreckkämpfe zeigen.